Dummy bist du, fotzdumm. Boah, krass. Krass. Alter. Kamera läuft schon. Gut, positioniere dich ein bisschen mehr nach links. Nach links, du beste Mann. Ach, hab der Schlitten. Jo, meine Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Loris und auf meiner Seite sitzt wieder einmal der Jonas. Herzlich willkommen. Grüezi an alle Schweizer. Beim letzten Video haben wir mit Jonas Wuttke zusammen gedreht. Ja. Unglaublich, wie das eingeschlagen hat, das Video. In den Trends gelandet. Das war nice. Zum ersten Mal warst du in den Trends, ne? Ja, genau. Heftig, das erste, ja. Also in den deutschen Trends das erste Mal zumindest. Ja. Also sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, das Video ist bei euch sehr, sehr gut angekommen, was mich auf jeden Fall sehr, sehr freut. Und dann haben wir gedacht, schießen wir einfach gleich nochmal drauf los. Eine neue Schweizer-Deutsch-Challenge. Nice. Also mittlerweile ist es ja schon die fünfte. Tatsächlich schon die fünfte Schweizer-Deutsch-Challenge. Wir können schon eine kleine Playlist erstellen davon. Stimmt, ja. Ja, jetzt ist es tatsächlich soweit. Der Schweizer Pass kann beantragt werden für Jonas. Ah, SVP wird sich freuen. Nice. Genau. Heutiges Video, wir haben wieder mal eine neue Idee entwickelt. Und zwar geht es um schweizerdeutsche Fluchwörter. Kennst du so eins? Ich habe jetzt gerade schon gelernt, in Pfosten. Ja, krass, krass, dass du das... Ja, genau. Krass, dass du das schon wusstest. So, ohne, Schlitte? Dass ich es dir gesagt habe. Hebte Schlitte? Perfekt. Heb einfach mal die Schlippe. Heb einfach mal die Schlippe. Genau, also das ist eigentlich noch schön ausgedrückt. Genau, also Fluchwörter auf Schweizerdeutsch. Die meisten Deutschen denken natürlich so, ja, jetzt kommt wieder so, leck mich doch am Zückerli. Das ist so, das ist so der absolute Klassiker. Ich höre das immer wieder und ja. Ich frage mich einfach, liebe Deutsche, oh, ihr müsst es einfach mal verstehen, das Li, wir verwenden das gar nicht immer. Außer bei Zimmerli. Außer man heißt Loris Zimmerli. Ja, genau. Nein, das Li, liebe Deutsche, einmal kurz zur Erklärung. Li ist eine Verkleinerung zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, ein kleines Zimmer. Ist es ein Zimmerli. Perfekt. Wenn man einen kleinen Hund hat, ist es ein kleiner Hundli. Ja, fast. Hündli. Hündli. Ja. Ja, perfekt. Nice, Digga. Krass, oder? Easy. Ja. Schon wieder was Neues dazugelernt. Easy, ja. Sehr geil. Okay, wir legen direkt los mit den Fluchwörtern. Ich habe gedacht, wir fangen einfach mal ein bisschen harmlos an. So Stadium Nummer 1 von den Fluchwörtern. Löli. Löli, aber das ist schon wieder L-I am Ende. Also ja, ja, es ist tatsächlich so eine kleine Versüßung. Also deswegen Stadium 1, das ist so echt okay, so harmlos. Kannst du in einem Satz benutzen? Okay. Du bist achte Löli. Boah, das ist ja ein ganz eigenes Wort, Löli. Ja, es ist tatsächlich ein eigenes Wort. Also wortwörtlich kann man, es ist schwer, man kann es wortwörtlich gar nicht auf Deutsch übersetzen, aber du kannst es vielleicht aus dem Kontext so ein bisschen raushören. Okay, okay. Ja. Du bist echt der Löli. Du bist echt ein Volldepp. Ja, kann man so sagen? Ist so charmant frech. Ah, okay. Ah, also ja. Volldepp ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Vielleicht was wie Halunke? Alter, Halunke! Ich weiß es gar nicht. Halunke? Ja. Echt? Weißt du, was das ist? Nein. Achso, okay. Ja, dann können wir es ja auch mal umgedreht machen. Kann man das immer zu seiner Freundin sagen? Du bist ein Löli. Du bist so ein Löli, Alter. Aber jetzt zieh dich aus, du Löli. Ja, ist vor allem auch sehr erotisch. Auch. Ja, also so. Absolut kannst du das so benutzen, ja. Du bringst das Haltesbein, ne? Ja, klar. Bei keiner Schweizerin landen können. Bei der nächsten Schweizerin kannst du es einfach. Wenn es da draußen eine geile Löli gibt, dann haben wir schreiben bei Insta. Okay, wir sind immer noch bei so Stadium Nummer 1, immer noch so... Bei Beleidigungen, oder? Schimpfwörtern? Absolut. Ah, krass, nice. Alter. Krass, oder? Gut. Er lernt. Schorfsäckel. Zum Beispiel, du machst irgendwas, etwas krass. Schorfsack. Ist das richtig? Also, eigentlich ist es, wenn man das wortwörtlich übersetzt, ist es... Ja, genau, es ist Schorfsack, aber... Wie ein Schorfsack, ist ja todesekelhaft, Alter. Oh mein Gott, geil. Alter, nur kurz, by the way, ich bin so unheimlich, Mann. Es ist so... Es ist unnormal, gerade eskaliert es wirklich komplett in Berlin. Ja, wenn man das Wort wirklich übersetzt, ist es tatsächlich so ein Schafsack. Ach, Schaf. Ich dachte Schorf. Was? Das, was an Wunden dran ist, wenn man das abmacht, ach so, das ist so Schorf. Das nennst du Schorf? Schorf ist zum... Ja, im Deutschen. Schorf ist, wenn man... Kruste. Ja, Kruste. Ist. Ich dachte, ein Sack gefüllt mit Kruste. Nein, Alter, was? Nein. Ja, deswegen meinte ich ja, ist ja voll ekelhaft. Das ist eigentlich auch schon wieder so ein Synonym von Pfosten. Ah, okay, so. Auch sowas. Also es ist tatsächlich so ein bisschen veraltetes Wort. Die meisten älteren Leute, die benutzen das tatsächlich so. Aber keine Jugendlichen jetzt im Club, wenn es völlig gereist ist, würde jetzt niemand sagen, du schaffst es. Ey, du schaffst es, Krummann, rum da her. Sagt niemand, oder? Nein. Okay, nein, 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 das sagt tatsächlich niemand. Das ist so ein bisschen veraltetes Wort, aber jeder Schweizer kennt es einfach. Okay. Ein lustiges Wort, das benutzen meistens Eltern für... ihre Kinder, also wenn die Kinder auch noch ein bisschen jünger sind. Hurensohn.
Das Kind macht irgendwie was, ist gerade am Spaghetti essen und die Mutter sagt, bist du Säuniku? Bitte? Säuniku. Säunik? Säuniku. Also, Kleckerkuh. Ja, es kommt hin. Es kommt hin. Drecksspatz. Ja. Kleckermäulchen. Voll. Nice. Voll. Also ich glaube, das kann man wirklich so übersetzen. Also Säuniku ist, wenn man irgendetwas macht, was so ein bisschen widerlich ist, also ja, aber trotzdem süß irgendwie. Okay, ja. Aber es hat nichts mit der Kuh zu tun? Nein. Wie kommst du jetzt auf eine Kuh? Säuniku. Ach so, nein. Okay. Säuniku. Säuniku. Einfach. Seine cool. Ja. Einfach. Seine cool. Ja. Okay. Wir kommen zum Stadium Nummer 2. Also es wird jetzt ein bisschen härter. Das wird auch zum Beispiel im Club oder im Ausgang benutzt, so Hebt Schnoder. Noch einmal? Hebt Schnoder. Im Ausgang wird es benutzt? Unter anderem. Also überall wird das benutzt. Überall eigentlich. Aber das wird tatsächlich auch zum Beispiel, wenn es so ein bisschen Rangeleien gibt oder so. Hebt Schnoder? Hebt Schnoder. Hebt Schnoder? Ja, Hebt Schnoder. Hat das mit Schnorren zu tun, Schnorrer? Nein. Kann man das direkt übersetzen ins Deutsche? Ja. Okay, ich sag's mal im Kontext. Ja. Du beleidigst mich, du sagst mir irgendwie ein Fluchwort, zum Beispiel Säuniku. Ja. Und sag ich dir, hebt Schnorre. Ach, halt die Schnauze. Ja. Ach, halt die Stark, Schnauze. Stark, halt die Schnauze. Eigentlich hast du es vorhin schon gesagt, ach, mit hebt die Schlitte. Hebt die Schlitte ist ein Synonym wie hebt Schnorre. Hebt die Schnorre. Ah, okay. Mm. Das erste hebt die Schlitte ist sowas wie halt die Schnauze und hebt die Schnorre ist sowas wie halt die Fresse. Also ja, absolut. Bam. Perfekt, okay. Gepasst. Okay. Alter, du bist gut, ohne Scheiß. Du bist gut, sehr gut. Ja, ja, Avocado-Toast, oder? Oh, ja. Okay, das nächste Fluchwort ist eigentlich so mehr situationsbedingt. Ich mache irgendwas, ich lasse etwas fallen und sage Dummy. Verdammt. Ja. Ja. Krass. Ja, das war jetzt gerade zu einfach, ne? Das habe ich auch schon mal gehört, glaube ich, einfach so. Dummy, jetzt ist mir schon wieder auf. Wir sagen auch das ein bisschen anders. Also Dummy ist so wie ist so eine Abkürzung von Kopf Dummy. Ja, so Gott verdammt. Ja, genau. Ja. Ich dachte so Kopf Dummy, Mann. Kopf Dummy. Also Dummy sieh. Dummy! Dummy sieh, Mann. Dummy Scheiße, Alter. Okay, wir kommen zum Stadium Nummer 3. Also jetzt wird's. Das ist, wenn Fäuste fliegen jetzt. Jetzt fliegen die Fäuste und im Militär waren, die haben das zu 100.000% gehört. Wahrscheinlich, es ist eigentlich ganz einfach zum Übersetzen. Du wirst es sofort raushören. Okay. Futzdumm. Fotzendumm. Ja. Es war zu einfach, Mann. Ja, es war zu einfach, aber ja. Aber Fotzendumm sagt halt niemand in Deutschland. Sag man nicht, gell? Nee. Wenn jemand irgendwie einen Scheiß gebaut hat oder irgendjemand versteht es nicht, ja, immer Fotzdumm. Okay, also es ist so richtig dumm, also es ist schon geisteskrank dumm. Ja. Aber cool, weil in Deutschland gibt es, glaube ich, kein Dings, wo man, also irgendwas, was man vor das dumm tut. Man muss immer das beschreiben. Du bist ja komplett dumm, du bist ja richtig dumm, aber so fotzdumm ist. Ja. Ich versuche es im Deutschen zu integrieren. Bitte alle, die gerade, alle Deutschen, die gerade zuschauen, lass uns versuchen, das einzuführen. Seid ihr eigentlich komplett fotzdumm? Ist geil. Oder wenn man das zum Beispiel jetzt anfängt zu kombinieren, du kannst das perfekt kombinieren. Dummy, bist du fotzdumm? Boah, krass. Krass. Alter. Okay, das waren eigentlich schon alle Fluchwörter. Darf ich, aber ey, könnte ich dir zum Beispiel mal deutsche Fluchwörter sagen, du musst es versuchen, die gerade kurz zu übersetzen? Ja, krass, ja. Ja? Okay, so Wortwörter, okay, ja, genau. Probieren wir mal aus. Okay, ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ah, es gibt doch sowas, sorry, das ist mir gerade eingefallen, aber ich habe auch schon mal gehört, dass du gesagt hast, du Sepp. Sepp, ja. Oder? Ja, ja. Also, du Sepp. Krass, aber also ich habe das bestimmt nie gesagt. Doch, ich habe schon. Ich, zu 100% habe ich das nie gesagt, ja, aber... Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Wort gibt's. Ja. Es gibt's auf jeden Fall. Ja. Aber ich hatte das safe nie gesagt. Du Sepp, also du Sepp, das... Doch, das kommt mir so bekannt vor. Auch niemals von mir, ja, niemals. Aber, ich kennst du noch einen anderen Schweizer? Nein. Alter, also du Sepp, das ist auch wieder so ein altmodisches Wort. So verharmlost gemeint, du Depp. Gibt's sowas wie du räudiger Hund? Du Rüdiger. Rüdiger? Leute, die also Rüdiger in der Schweiz heißen Rüdiger, Räudiger quasi. Rüdiger noch nie erbomst. So, ja? Krass. Okay, meine Freunde, das waren schweizerdeutsche Fluchwörter. Und liebe Deutsche, wenn ihr gerade gedacht habt, oh mein Gott, wie flucht ihr euch gegenseitig an, was soll das? Ja, wir benutzen natürlich auch andere Wörter, die wir jetzt besser nicht mal ins Video reinnehmen, ist klar. Aber ich glaube, die meisten Wörter, die wir jetzt gerade benutzt haben, die sind tatsächlich ein bisschen zu veraltet. Also jeder Schweizer kennt das, aber es ist ein bisschen altmodisch. Ja, ja. Genau, aber das hört man dann immer wieder mal in der Schweiz. Du weißt Bescheid, du kannst es auf jeden Fall auch auf Schweizerdeutsch fluchen. Du kannst es auch sehr gerne umsetzen, Jonas. Das ist eigentlich krass, wir haben immer wieder so Stufen absolviert. Wir haben einmal kurz Text übersetzt, du musst es einmal Texte vorlesen. Stimmt. Du musst Musik erkennen, jetzt kannst du auch noch fluchen. Das ist geil, ich habe eine richtige Schweizer
zweite Ausbildung. Also ich schätze, dass ich so in einem halben bis ganzen Jahr kann ich die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragen. Auf jeden Fall. Offiziell. Auf jeden Fall, ja klar. Also ja. Den Pass können wir, wie gesagt, auch jetzt schon bestellen eigentlich. Nein. Nice. Sollte schon gehen. Jo, meine Freunde, schön, dass du wieder mit dabei warst. Alter, ich kann den Satz neben dir einfach nicht mehr normal aussprechen. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Geil, dass du da warst. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich freue mich, wenn du da wieder mit einschaltest. Bis dann. Schön, dass du auch dabei warst. Ne? Vielen Dank dir auch. Schön. Ciao. Ciao.